Benissimo. 10, 20, 30, 40. Die Jahresringe weisen ein ungewöhnliches Muster auf. Bäume, die bei Seen wachsen, haben sonst ihr ganzes Leben lang breite Jahresringe. Diese nicht. Vor 1918 sind die Ringe sehr eng, typisch für Bäume in tiefen Wäldern, die um Licht und Wasser konkurrieren. Nach 1908 verbreitern sich die Ringe dramatisch, als hätten sich die Bedingungen vollkommen verändert. Für Sarah ist das ein eindeutiges Zeichen. 1908 wich der Wald einem See. Ich bin froh. Die Jahresringe haben meine Theorie des Tschekosees bestätigt. Der Tschekosee scheint also tatsächlich ein Krater zu sein. Das Wasser stammt aus einem nahegelegenen Fluss. Nicht alle sind überzeugt. Doch die Theorie der Italiener, dass ein Asteroid die Explosion verursacht haben könnte, halten auch viele andere Wissenschaftler für möglich, die die rätselhaften Funde der ersten Forscher zu erklären versuchen. Als Leonid Kulik die umgestürzten Wälder kartografierte, lagen sie in einer seltsamen Schmetterlingsform. Zwei symmetrische Flügel mit großen, unzerstörten Flächen in der Mitte. Noch merkwürdiger waren die astlosen Bäume in der Mitte, die wie Telegrafenmaste aussahen. Kulik vermutete, dass ein riesiger Meteor über Tunguska zerschellt sein musste. Doch nach 12 Jahren und 4 Expeditionen konnte er weder einen Krater noch Fragmente finden. Wie die Italiener glaubt auch Physiker Mark Boslow den Grund zu kennen. Ursache für die Katastrophe war ein Asteroid, der nicht nur zerschellte, sondern in einer Art Luftexplosion verdampfte. Boslow simuliert das Tunguska-Ereignis mit Hilfe von Supercomputern der Sandia National Laboratories, die zu den leistungsstärksten der Welt gehören. Seine Demonstration zeigt, dass ein Asteroid so groß wie ein 10-stöckiges Gebäude sämtliche rätselhaften Merkmale in Tunguska erklären würde. Seine Animation in nahezu Echtzeit zeigt sehr detailliert, wie die Luftexplosion vonstatten gegangen wäre. Er rast durch die dünne Außenschicht der Atmosphäre und kollidiert dabei mit Luftmolekülen, die aufheizen und unter Druck gesetzt werden und so diese Stoßwelle erzeugen. Je weiter er in die Atmosphäre vordringt, desto größer wird der Druck. Irgendwann übersteigt er die Kräfte, die den Felsbrocken oder Gesteinshaufen zusammenhalten. Als er auseinanderbricht, wird die Energie von der Bewegung in Wärme umgewandelt und der gesamte Brocken verdampft. Die Dampfwolke, die wie ein Feuerball aussieht, weitet sich aus. Und so kommt es zu dieser Explosion in der Luft. Der Feuerball explodiert 11 Kilometer über dem Boden. Doch durch die Wucht entsteht eine noch viel stärkere Stoßwelle als bei einer ähnlich großen Atomexplosion. Am Ground Zero kommt die Explosion direkt von oben. Die Äste werden von den Bäumen gerissen, aber weil die Wucht nicht von der Seite kommt, stürzen die Bäume nicht um. Und so kam es zu den Telegrafenmasten, wie die Russen sie genannt haben. Die Schmetterlingsform der umgestürzten Bäume entstand, als sich die Stoßwelle seitlich ausbreitete. Boslows Simulation ist erstaunlich genau, doch sie ist rein virtuell.
Also bat National Geographic den Einschlagexperten Peter Schulz, das Modell an einer künstlich erzeugten Luftexplosion zu testen. Hier haben wir einen Wald in Sibirien, mitten in einer Prallkammer. Wenn ein Meteorit durch die Atmosphäre rauscht, wird er die Bäume platt machen? Werden sie durch die Luft wirbeln? Ich weiß es nicht. Um die Luftexplosion zu simulieren, schießt ein Team ein Glasprojektil so groß wie ein Kugellager durch eine dünne Mylarschicht. Durch den Kontakt mit dem Mylar sollte die Glasperle verdampfen und eine Stoßwelle erzeugen, die dann auf die Oberfläche trifft. Um die Geschwindigkeit zu simulieren, feuert Schulz eine große vertikale Kanone mit einer 7 Meter langen Brennkammer ab. Okay. Lock and load. JP, are we set? How does it look? Oh, that's good. That'll give us plenty. Can I do this? Drei Meter über der Oberfläche trifft das Pellet auf die Mylarschicht und verdampft. Ein Feuerball schießt weiter nach unten, gefolgt von einer Stoßwelle, genau wie vorhergesehen. Die Zerstörung sieht fast so aus wie in Tunguska. Sehen Sie, wie die Zahnstocher gefallen sind. Sie liegen genauso wie in Tunguska, fast herzförmig. Das Muster der umgefallenen Zahnstocher ähnelt zwar den umgestürzten Bäumen von 1908, doch was ist mit den Telegrafenmasten in der Mitte? Ein einziger Baum steht noch gerade. Dieser eine Baum steht noch. Er ist als einziger nicht umgestürzt. Die Demonstration lässt vermuten, dass eine Luftexplosion Grund für die rätselhafte Zerstörung in Tunguska gewesen sein könnte. Trotz der Annahme einer Luftexplosion könnte das Tunguska-Ereignis ausgelöst haben, halten Schulz und Boslow die Theorie der Italiener für unwahrscheinlich, dass der Tscheco-See durch einen Asteroiden-Splitter entstand. Ihrer Meinung nach ist der Asteroid in 1000 Stücke zerschellt. Es ist nicht unmöglich, aber doch sehr unwahrscheinlich. Ich kann mir kein Modell vorstellen, das die Luftexplosion und den Tscheco-See erklären würde. Aber vielleicht habe ich ja noch nicht alles in Betracht gezogen. In Sibirien wird alles immer mysteriöser, als die Italiener plötzlich fündig werden. Am Ufer des Tscheco-Sees sucht das Team immer noch einen Hinweis dafür, dass der See in Wahrheit ein Einschlagskrater ist. Die russischen Führer kochen den jüngsten Fischfang und Kartoffelsuppe. Carlo Stangelini versucht derweil die Kamera zu reparieren. Zuvor hatte sie auf dem See auf unerklärliche Weise versagt. Vielleicht kann das Wasser durch das vordere Glas, also versuchen wir jetzt mit Silikon abzudichten. Es ist Juni in Sibirien. In den weißen Nächten, wie die Russen sie nennen, geht die Sonne nie wirklich unter. Nach dem Essen fährt Carlo noch einmal auf den See hinaus.
Es ist fast 22 Uhr. Jetzt ist der See schön ruhig. Also gut zu filmen. Sie glauben, dass Überreste eines Waldes auf dem Seegrund liegen könnten, zerstört durch einen Splitter des Tunguska-Asteroiden. Puoi sentire che tocchi il fondo? Sì, certo. Dann ein schemenhaftes Bild. Halb herausragende Baumstümpfe, nicht nur an einer Stelle, sondern scheinbar überall. Ein faszinierender Anblick. Nach einem solchen Beweis haben sie seit Jahren gesucht. Genau danach haben wir gesucht. Äste auf dem Seegrund. Das Team fängt an, Proben zu bergen, um sie